Fettsack. Also so schwer sind die Typen nicht. Gott sei Dank. Wenn man die steppt. Geil, er kommt freiwillig zu uns. So wie er. Scheiße. Wenn sie alle auf einen schießen, ist natürlich Kacke. Ja, also Forest ist natürlich ein Spiel, das bequatschen wir alles, wenn ich es tatsächlich aufnehme. Also ich werde es aufnehmen. Und es wird als zweites Let's Play neben Dark Souls laufen. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das mache. Also ich würde schon gerne diese Woche damit anfangen. Aber da muss ich halt ein bisschen mehr aufnehmen. Und naja, zumindest von einem der beiden Spiele. Und The Forest ist ja auch ein Spiel, wo man sehr viel reden muss. Das heißt, da werde ich gucken, dass ich irgendwie was quatschen kann. So, ich gucke jetzt mal, wie viel Schaden dieses Schwert macht bei den Typen. Oh, das sind sogar teils. Okay. Ach, ihn kann ich doch stemmen. Junge. Zack. Au. Ja, das Flamberge ist schon geil, aber das ist halt sehr langsam, ne? In die Fresse. Ach guck mal, das ist so ein ganz kleiner hier. Oh, ja! Jungs, lass das. Bring aber gut Seelen, muss ich sagen. Ey, yo, Bro. Ah, ja, das ist ja auch wieder dieser Dark Souls-Punkt, den ich jetzt an Teil 3 nicht mag. Ja, das ist schon relativ schwer, muss man ehrlich sagen. Oder ich stelle mich einfach nur zu blöd an. Da unten haben wir diese zwei menschlichen Typen. Ja, die will ich jetzt nicht anlocken. Plus die Riesen. Und dann hauen die da einfach mal ein paar Silberritter hin. Oder eventuell sind das auch Schwarzritter. Positiv ist, ich habe ihn ein. Ich kann den einen runterkicken. Negativ ist, der andere macht mich platt. Sozusagen. Der steht da dann, ne? Da ganz oben. Oh Mann. Also das ist schon kein leichter Hase.
Da haben wir es. Oh! Nach dem Backstabben kann man halt sehr schlecht rüber gucken. Oh, noch eine! Und cool! Achso, der hat auch noch einen Bogen! Ein Schwert! Richtig uncool! Nein! Nein, Bruder, nein, nein, nein! Wow! Lässt du das sein? Natürlich! Das war so klar, ich treffe den nicht mit meinen... Oh! Ey, das ist... mies. Richtig mies. So, jetzt muss ich mich mal... Ich konzentriere mich jetzt mal ein bisschen. Weil, sonst wird das hier nichts. Das ist, hart jetzt. Sehr hart. Ja, das habe ich schon wieder ver... Ja, das... Ah, das ist doch Kacke. Ich meine, das Flamberg ist geil, ne? Ich treffe zwei Gegner, wenn die schön dicht... Er kommt hoch. Ich bin weg. Fuck! Da! Ich stand hinter ihm und hab ausgeholt. Den kann man nicht... Es geht nicht. Ich kann ihn nicht stemmen. Nicht mal... Alter, das... Nein! Es ist zu viel. Wenn mal so eine Stelle kommt, habe ich nichts dagegen. Aber dieses Spiel hat andauernd so eine Stellen. So wie hier vorne. Also jetzt nicht die zwei hier vor der Tür, die sind... Ja, müssen nicht sein, sind okay. Aber generell, diese ganze Stadt... Es kommen zwei von diesen Eisrittern plus ein Feuertypen, der fernkampfaffin ist. Ja, du kannst nichts machen, wenn du gegen alle drei kämpfst. Hier oben geht's weiter. Es kommen diese Magier und wenn du Pech hast, kommt dieser Ritter mit hoch. Unten, die Magier schießen auf dich, es stehen Riesen auf und diese Ritter sind da. Oben, drei fucking schwarze Ritter.
3. Ja, in Dark Souls 1 hast du... Oder Silberritter. In Dark Souls 1 hast du 2 Silberritter, die dich beschießen. Was für mich schon die... Ne, sind auch 3 tatsächlich, aber die stehen so, dass du einen davon ausweichen kannst und nur 2 auf... Ne, Quatsch, das sind nur 2. Die da gleichzeitig auf dich schießen. Und zwar, wenn man den Sims in Anor-Londo hochgeht. Noch bevor man zu Ornstein und Smaug kommt. Ihr wisst bestimmt, wo ich meine. Also, ich bleib dabei. Dark Souls 1, beste. Dark Souls 2 ist nice. Ja, und Bloodborne teilt sich mit mir die Dark Souls 3 Stelle, weil Bloodborne fand ich bis jetzt auch nicht so geil. Es macht Spaß, aber der Fakt, dass man tatsächlich nur ausweichen kann, ist schon mies. Klar ist das teilweise für einige Stellen in Dark Souls ganz praktisch gewesen. Ich habe Bloodborne ja auch noch nicht zu Ende gespielt, weil ich komme da momentan nicht weiter und habe keinen Bock, dorthin zu gehen. Weil, ja, an dem Feuer, beziehungsweise in Bloodborne sind es ja Lampen, wo ich bin, von da aus bis zum Bossgegner sind es geschlagene 5 Viertelstunde bis 20 Minuten, glaube ich, wenn ich Pech habe. Und das ist dann so ein Bossgegner 3. Ja, viele wissen vielleicht, welcher Bossgegner damit gemeint ist, die Bloodborne gespielt haben. Es sind 3 so eine Ritter, einer macht irgendwie Feuer, einer macht Feuer im Nahkampf, also der hat ein Feuerschwert und der andere, weiß ich auch nicht mehr, was der macht. Aber ich habe keine Motivation, die zu schaffen. Weil, keine Ahnung. Und ich meine, ich habe mich tatsächlich durch Bloodborne mit dem Ausweichen in Dark Souls verbessert gefühlt, ja. Ist auch schön und gut. Der Punkt ist bloß, irgendwann merkst du, Ausweichen ist ja gar nicht mal so geil in dem Spiel, sondern parieren bzw. blocken ist doch schon essentiell wichtig. Ja, Alter. Ja, ist gut, ich hab's geschnallt. Ihr seid scheiße. Ja, ich hab's kapiert. Alter. Das ist... Nein, das ist nervig. Und das ist auch scheiße anzugucken, glaube ich. Das ist ja... 2 Folgen ist okay, wenn ich 2 Folgen das gleiche mache. Aber ich komme hier an der Stelle ja nicht durch. Ich meine, es geht jetzt erst eine Folge so. Mir kommt schon vor, als würde ich hier 2 Stunden dran sitzen, wenn ich ehrlich bin. Es ist, ja, was soll ich dazu noch sagen? Wahrscheinlich hängt das bei mir auch so ein bisschen mit diesen, diese Zeiten zusammen, wie ich das Ganze mache. Also ich spiele ja Dark Souls meistens sonntags oder an freien Tagen. Und dadurch, vielleicht kommt mir das auch einfach immer so lange vor, weil ich, so richtig mit meinen Arbeitszeiten nicht so glücklich bin oder keine Ahnung. Oder weil ich einfach scheiß Arbeitszeiten hab, sagen wir es mal so. Das kann man ja sagen. 9 bis 18 Uhr ist halt irgendwie scheiße. Und nie irgendwie eine andere, oder selten eine andere Schicht. Ah! Und dann nimmt sich das tatsächlich, ich finde, das nimmt sich total scheiße auf abends. Also besonders so nach der Arbeit. Heute geht's ja noch, heute ist okay. Aber nachher Arbeit aufnehmen ist das Schlimmste irgendwie, was weiß ich. Weiß ich nicht, damit... Das macht mich selber unzufrieden. Ja, besonders man möchte vielleicht noch so das ein oder andere gucken. Dann isst man. Und hat aber den Druck, dass ich irgendwie Folgen brauche und aufnehmen muss. Und dann habe ich bloß noch 2 Stunden plötzlich, bis es,
ja, 12 ist und irgendwann muss man ja auch pennen gehen. Ich kann ja jetzt nicht den Move machen und einfach mal bis um 3 Uhr wach bleiben, um aufzunehmen und nächsten Tag auf Arbeit total broke zu sein. Ich glaube, dann kann ich mich schneller verabschieden, als ich Hallo sagen kann. Wenn ich das öfters mache. Wobei ich teilweise auch ein Mensch bin, der mit 3 Stunden Schlaf auskommen würde. Aber auf Dauer ist das auch nicht allzu gesund. Und da ich das Ganze hier auch als Hobby mache, sehe ich auch keine Notwendigkeit da drin, das so zu machen. Robe des Diakons. Ich bin's, euer Boss. Ah ne, euer Boss war ja dieser komische Diakone des Abgrunds, ne? Oh nein, er! Nein, beide! Das ist jetzt Kacke. Fuck, Mann. Oh, das ist so nervig. Ich werde auch gleich die Aufnahme beenden. Ja, das heißt, ich muss die Woche auf jeden Fall nochmal aufnehmen. Ey, ich muss mir irgendwas angucken, wie man diese Typen besiegt. Ja, er kommt hoch. Er kommt einfach hoch. Ist er. Ah! Gestappt. Nice. Ja, Alter, er gibt mir einfach einen Hit. Ach komm, ich hab gerade... Sein scheiß Ding erleuchtet nicht mehr. Und unter mir ist der andere. Alter, wie macht der so viel Damage damit? Scheiß verzauberte Waffen. Ja. Ich komme dagegen nicht anders. Ich kann ja nicht mal zuschlagen. Und vor allen Dingen, er dreht sich immer mit mir mit. Ja, und... Wie kann er in der Step-Animation bitte wegrollen? Ja, wenn ich ihn backstabbe. Und ich sehe schon, komm, das ist so ein Gegner, der spawnt auch wieder neu. Ne, der wird nicht tot bleiben. Nur weil ich ihm... Zieht euch mal diese Combo rein. Die Frage ist jetzt, die Waffen sind einfach trotzdem verzaubert, ne, auch wenn ich es unterbreche. Er ist down.
Ich würde mich freuen, wenn du tot bleibst, Wichser. Das würde mich, Das Ding ist, der andere ist hier unter irgendwie. Hä, wo ist denn der? Ach so. Der war eben nicht zu sehen. Wenn ich jetzt sterbe, werde ich auf jeden Fall gucken, ob die wiederbelebt werden. Ey, da liegt ja noch ein Item. Noch eine Glut. Hä, die stehen gar nicht auf durch die... Hä. Die stehen wohl auf, wenn ich da durchlaufe oder so. Oh Mann. Ah, dieses Spiel. Ne? Dieses Spiel macht mich seelisch fertig. Ganz ehrlich. Eines Händlers, okay. Muss auf jeden Fall an ihm vorbei. Oder warte mal. Ihn kann ich doch auch, oder? Da hinten weiß auch nicht, dass ich hier bin. Wow. Ach, da! Guck dir den mal an. Ah, ah, da kann ich eine Abkürzung öffnen. Das ist nice. Wollt ihr mich verarschen? Große Titanitscherbe. Geh weg! Lasst mich in Frieden. Wenigstens dieses Vergnügen können Sie mir lassen. So, und theoretisch habe ich jetzt 3 Folgen im Voraus. Ja, diese, die 3,5 von heute und die halbe von letztes Mal. 2,5 von heute. Das Schöne ist, die gucken alle nach da hinten.
Das heißt, Ina kriege ich eventuell auch runtergekickt. Außerdem eventuell wurde gerade ein Nein. Also doch, ich krieg ihn da runter, aber... Ja, moin. Da geht's weiter. Wie der mich auch schlagen kann, wenn ich auf dem Boden liege, ne? Weißt du, du als Spieler, wenn du die umschmeißt, sind die unverwundbar für den Moment, bis sie wieder aufgestanden sind, ja? Aber wenn ich liege, mich killen die einfach, wenn ich da liege. Dann kloppen die dreimal auf mich rauf und das war's. Katze, chill mal. Naja, wie dem auch sei. Ich werde mich ein bisschen belesen zu dem Spiel jetzt tatsächlich, weil entweder mache ich irgendwas falsch, ich benutze die falsche Waffe oder keine Ahnung. Eventuell beim nächsten Mal, keine Ahnung. Wenn ich irgendwas lese, vielleicht sehen wir anders aus, vielleicht spiele ich ein, was ich in der Zwischenzeit gemacht habe. Oder so Sachen wie den Black Knight unten, dass ich den vielleicht offscreen mache und euch das reinschneide. Ja, wenn ich jetzt aufhöre, muss ich Dienstag halt nochmal aufnehmen. Ja, also wenn ich jetzt, habe ich für bis Mittwoch Folgen, wenn ich das heute Nacht schneide und hochlade. Morgen Abend Dead by Daylight Stream, nicht vergessen. Also vor euch war der dann schon am Mittwoch. Oh Gott, das sag ich. Ja. Morgen Abend für euch. Nein, warte mal. Heute Abend für euch. Fortnite Stream. Ja? Denkt dran, schaltet ein. Und mal schauen. Mann, der Umhang sieht geil aus. Ich habe ein Cape. Ich hoffe, euch hat's gefallen, auch wenn das Spiel momentan ziemlich scheiße ist. Meine Meinung. Könnt mir gerne in die Kommentare Tipps schreiben, wie ich, was ich falsch mache, wenn ich was falsch mache, oder ob ihr an dieser Stelle auch verzweifelt seid, wenn ihr es gespielt habt. Würde mich freuen. Lasst eine Bewertung da. Lasst doch gerne auch ein kostenloses Abo da. Könnt ihr vielleicht ein bisschen